Die Königlichen sind nach 1011 Tagen krachend von Europas Fußballthron gestürzt. Der Seriensieger Real Madrid liegt nach dem Achtelfinal K.O. in der Champions League am Boden. Das Star-Ensemble um Ex-Weltmeister Toni Kroos kassierte mit dem 1:4, 0:2 im Rückspiel gegen die jungen Wilden von Ajax Amsterdam seine höchste Europacup-Heimpleite und verpasste nach dem 2:1 im Hinspiel erstmals seit 2010 den Sprung unter die letzten acht. Die Statistiken zum Spiel: Ich glaube nicht, dass ich jemals dieses Gefühl des Unbehagens gehabt habe. Ich weiß nicht einmal, wie ich es erklären soll, sagte Rechtsverteidiger Dani Carvajal nach der Blamage. In einer Woche ist alles kaputt gegangen. Heute Abend musst du nicht nach Ausreden suchen. Ich glaube, es war mein schlimmstes Spiel als Profi, auch für Nacho war die Pleite der negative Höhepunkt einer aber ohnehin schon schwierigen Realsaison, wir sind am Boden zerstört. Wir sind es nicht gewohnt, in dieser Phase der Saison zu sein und nicht um einen Titel zu kämpfen. Uns plagen Schuldgefühle, wir sind am Boden, Hakim Ziyech 8., David Nehr 18., Dusan Tadic 62. und Lasse Schöne 72. sorgten mit tollen Toren dafür, dass Reals Traum vom 4. Henkelpokal in Folge je zerplatzte. Marco Asensio, 70. erzielte den einzigen Treffer für den spanischen Rekordmeister, der seit der Spielzeit 2010-2011 jedes Jahr mindestens das Halbfinale erreicht hatte. Reals Verteidiger Nacho sah in der Nachspielzeit Gelb-Rot, 93. Nach den herben Rückschlägen in der Liga und dem Pokalaus ist nun aber die Saison für Madrid gelaufen, Real-Trainer Santiago Solari dürfte erheblich unter Druck geraten. Ajax hingegen steht nach einem rotzfrechen Auftritt erstmals seit 2003 wieder im Viertelfinale, das am 15. März ausgelost wird. Kurs mit schwerem Fehler im Estadio Santiago Bernabéu wollte Real nach den jüngsten Clásico-Heimpleiten gegen den FC Barcelona in Pokal und Meisterschaft eine Reaktion zeigen. Doch nach einem satten Lattentreffer von Weltmeister Rafael Varane, 4., leistete sich Kroos in der eigenen Hälfte einen haarsträubenden Ballverlust, und Ziyech machte den Traumstart der Gastgeber perfekt. Der Live-Ticker zum Nachlesen, twitter.com/fkjax/status/1103050981477109766. Ohne den gelb gesperrten Kapitän Sergio Ramos präsentierte sich Madrid zwar offensiv bemüht, doch defensiv immens anfällig, und wurde von den mutig aufspielenden Niederländern bitter bestraft. Nach wunderbarer Vorarbeit des bärenstarken Tadic vollendete Nehr mit feiner Technik zum 2:0 für den Underdog. Schiedsrichterbruch im Mittelpunkt, während Ajax nach einem spielfreien Wochenende spritzig wirkte, ging Real sichtlich auf dem Zahnfleisch. Erst musste Lucas Vázquez 29. verletzt raus, dann konnte Hoffnungsträger Vinicius Jr. 35. ebenfalls wegen muskulärer Probleme nicht mehr weitermachen, Solari schickte Gareth Bale und Marco Asensio aufs Feld. Es blieb eine temporeiche Begegnung. Real rannte wütend an Edeljoker Bale, 42. scheiterte am Pfosten. Auch nach dem Seitenwechsel wogte die Partie weiter hin und her, doch die Gäste spielten einfach gnadenlos effektiv. In der Schlussphase rückte der deutsche Schiedsrichter Felix Brüch München in den Mittelpunkt, weil der Ball vor dem 0:3 vermeintlich die Seitenauslinie überquert hatte. Nach minutenlanger Rücksprache mit Videoassistent Bastian Dankert, Rostock, ließ der Unparteiische den Treffer aber zählen.